So, willkommen zum 28. Hack vom Super Mario World Central Hacking Contest. Gut, dieser Hack wird vom lieben Zildian gemacht. Und das sieht doch schon mal sehr cool aus. Am Title Screen sieht man mal direkt, welcher Hack gut und schlecht wird. Außer natürlich, der wurde nicht bearbeitet. Wie geil. Ich glaube, das wird ein Hack, den ich genießen. Oh, wie cool. Die Statusbar wurde ja bearbeitet. Cool. Ja gut, die wurde nicht richtig bearbeitet, nur die Palette eigentlich, aber gut. Gefällt mir. Es ist wahrscheinlich nicht unbedingt sehr viel mit Grafiken oder so rumgespielt worden, aber... sieht doch richtig cool aus. Vom dieser... Mein Gott, jetzt lass mich doch mal hier springen. Danke. Aber von den Paletten und so, die Paletten sind alle, glaube ich, ein bisschen heller gemacht worden, oder? Ich glaube schon. Das sieht doch mal richtig cool aus hier. Den ganzen Wolken hier. Richtig cool. Also was kann ich auch richtig genießen. Natürlich, wenn ich hier auch mal richtig spielen würde, das wäre natürlich vorteilhaft. Aber ist ja mal richtig schön hier. Und anscheinend brauchen wir einen P-Switch. Und da ist er ja schon. Toll. Das war jetzt nicht wirklich schwer, den zu bekommen. Aber kann ja sein, dass es nur ein Bonusraum ist. Okay, wo sind wir jetzt? Wieso sind hier nicht so hoch gesprungen? Das ist total komisch. Haben sich doch wohl ein bisschen verändert. Und was auch immer ich mit denen leben soll, ich nehme es einfach mal mit. Weil wieso nicht? Wieso nicht? Ich will groß sein. Und hier gar nicht durchfallen. Ja gut, das ist ein bisschen doof. Weil, naja, ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht so, dass ich einfach durch durch die Wand durchlaufen kann. Auch wenn man das... als, ich sag jetzt mal, erfahrener Super Mario World Spieler eigentlich wissen sollte, aber wenn man das einfach mal so spielt, ist das ein bisschen doof. Daraus sollte man besser eine normale Wand machen. Oh, verdammt. Ich mag die blauen Koopas nicht, die sind doof. Ja, ich dachte jetzt, der stirbt sofort. Komm hier rein. Oh, wie schön. Wo ist? Und, wo geht's jetzt hin? Oh. Und es geht nach links. Cool. Und was soll ich bitte mit dem Springboard unter Wasser? Was? Aber vielleicht muss ich das ja mitnehmen. Kann ja sein. Anscheinend schon, weil sonst... What the fuck? Lol? Was war denn das? Okay, was soll das jetzt? Ich hoffe, ich muss da nicht wieder hin. Weil das wäre ein bisschen doof. Ich nehme das dann mal weiter nach links mit. Ja, komm. Oh, wie ich die Viecher einfach nur hasse. Ach gut, ich muss doch nicht zurück. Hätte ja sein können. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Weil ich hätte jetzt nicht gewollt, dass ich diese Aufnahme lösche, weil das wäre ein bisschen doof gewesen. Weil so ein Hack hat das nicht verdient. Ach guck mal, ich sehe gerade erst die... der Berg hier im Hintergrund, der wurde auch ein bisschen bearbeitet und wer braucht jetzt das Springboard? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich jetzt nach links und da ist ein Berg oder sowas. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe echt nicht, dass ich wieder zurück müsste. Oder? Es geht noch weiter zurück, das ist gut. Ne, scheiße. Obwohl, ich glaube, da wäre noch... Warte, ich gehe nochmal ein bisschen rewind. Hier, rewind, rewind, rewind. Genau, hier. Ist hier oben. Scheiße. Gut, ich habe jetzt einfach mal dieses Level hier beendet. Weil ich glaube, ich hätte einfach durch diese eine Röhre am Anfang des Wasserteiles verwenden sollen. Und da wäre dann wahrscheinlich ein Berg gewesen mit den Key. Und dann hätte ich das Level beenden können. Gut, das geht ja jetzt nicht, aber naja, ich sag jetzt einfach mal, ich habe das Level geschafft. scheiße. Ja gut, die Overworld bekommt von mir 9 Punkte. Ich finde die richtig cool gemacht. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Gut, Level Design bekommt von mir, Grafiken bekommt von mir, ja, ich weiß nicht. Palette ist ganz cool, also ist ganz hell gemacht und so, ich gebe mal 5 Punkte. Secrets und so ist und geheime Wege und was weiß ich, optionale Sachen bekommen von mir 7 Punkte.
Und Leveldesign und so. 9 Punkte. Ich gebe den Hack 8,5 und ja, bis zum nächsten Hack.